ist wohl die epischste Buchreihe, die ich in meinem Leben jemals gelesen haben werde. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder eine Reihenvorstellung geben. Und zwar habe ich es endlich geschafft, die Passage-Trilogie von Justin Cronin zu beenden. Und ihr glaubt gar nicht, wie happy ich darüber bin. Es ist eine sehr, sehr lange Buchreihe. Es ist eine Buchreihe mit einem außergewöhnlichen Schreibstil. Es ist eine Buchreihe mit einer unheimlich guten Story. Und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich habe mir gedacht, da das so eine umfassende Buchreihe ist, machen wir das hier heute mal ein bisschen anders. Ich werde ganz kurz auf den ersten Teil eingehen und was in diesem ersten Teil passiert. Das Ganze halte ich spoilerfrei. Aber ich muss mit euch über den zweiten und den dritten Band sprechen, sonst funktioniert das hier nicht. Also, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt und euch überraschen lassen wollt, was in der Geschichte denn überhaupt so alles passiert, schaltet dann einfach ab, wenn ich mit der Übergang fertig bin, weil wie gesagt, sonst verrate ich euch einfach zu viel. Nur um euch den zweiten und den dritten Teil zu erklären, muss ich einfach ein bisschen spoilern. Wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet nach der Übergang ab. Ansonsten bleibt dann einfach dran und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Übergang. Der Übergang ist der erste Teil der Passage-Trilogie und ich muss sagen, ich finde das Cover hier immer noch unheimlich cool. Hier vorne auf dem Cover haben wir Amy. Amy ist unsere Protagonistin in dieser Reihe und in dieser Geschichte. Es sieht alles sehr, sehr düster aus und das hat natürlich auch seinen Grund. Ich beginne wie immer mit dem Inhalt dieser Geschichte und zwar geht es in diesem Buch um Amy. Amy ist ein kleines Mädchen, als sie von zwei FBI-Agenten entführt wird quasi und sie weiß gar nicht so recht, was jetzt genau mit ihr passiert. Sie hat Angst und will eigentlich nur zurück zu ihrer Mama und die zwei FBI-Agenten bringen Amy dann in eine geheime Forschungseinrichtung nach Colorado, wo mit ihr Experimente gemacht werden sollen für ein mysteriöses Experiment, was die Menschen unsterblich machen soll. Natürlich geht bei diesem Experiment etwas schief und die Welt rast dem Untergang entgegen, steht sie hinten auf dem Rückband und ja, so ist es dann definitiv. Und die Welt geht dann unter, das kann ich euch schon erzählen, weil wir beschäftigen uns hier in diesem ersten Buch nicht nur mit dem Weltuntergang und wie es dazu kommt, sondern wir machen hier nach guten 400 Seiten von diesen 1000 einen Sprung in die Zukunft und befinden uns dann wieder 100 Jahre später in der Zeit, quasi nachdem die Welt untergegangen ist und lernen dann Peter Jackson und seine Freunde und Familie kennen. Und Peter und seine Freunde und seine Familie versuchen in dieser Welt, in der die Welt untergegangen ist, zu überleben, was gar nicht so einfach ist, denn nachts kommen die Virals und wollen die Menschen töten. Und ja, Peter und seine Freunde müssen natürlich dagegen ankämpfen und eines Tages verändert sich alles, als ein kleines Mädchen plötzlich vor ihrer Tür steht. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt, glaube ich, auch gar nicht verraten, sonst wird das einfach alles viel zu viel und ich werde euch spoilern und das möchte ich. Ich komme jetzt nochmal ganz kurz zum Schreibstil, weil der ist einfach, oh mein Gott, dieser Schreibstil ist so krass. Justin Cronin beschreibt alles bis ins kleinste Detail. Er gibt jedem Charakter eine Hintergrundgeschichte. Wirklich jeder Charakter in diesem Buch. Und das sind einige, die hier drin vorkommen. Wirklich viele, viele, viele Charaktere in dieser ganzen Reihe. Und jeder Charakter kriegt so quasi seine eigene Hintergrundgeschichte. Bei jedem Charakter weiß man, warum er ist, wie er ist, wieso er handelt, wie er handelt. Und das ist natürlich beim Lesen ganz schön hart. Also ich muss sagen, ich habe die alle drei Bücher habe ich mir wirklich etappenweise eingeteilt. Und ich habe immer nur 50 bis 60 Seiten am Tag gelesen, ganz einfach mal mein Gehirn nicht noch mehr aufnehmen konnte. Weil ich habe dann immer gemerkt beim Lesen, dass mein Gehirn langsam nachlässt quasi und diese ganzen Informationen, die man bekommt, einfach nicht mehr aufnehmen konnte. Und deswegen empfehle ich jedem, der mit solchen komplizierten Schreibstilen, so wie ich, so ein bisschen Probleme hat, dieses Buch wirklich sich auf 50, 60 Seiten einzuteilen. Dann zieht man es halt über einen kompletten Monat oder drei Wochen, aber dafür versteht man dann wenigstens die ganze Geschichte und hat alles noch im Kopf. Also mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Und ja, wie gesagt, er beschreibt sehr detailliert, er gibt dir eine Hintergrundgeschichte und es ist auch von der ganzen Art und Weise, wie Justin Cronin diese Geschichte erzählt, einfach was ganz, ganz Eigenes und was ganz, ganz Besonderes demnach auch, weil sowas habe ich echt noch nie gelesen. Wirklich. Also ich habe mich aufgrund des Schreibstils etwas durch die Bücher durchquälen müssen, aber ich fand einfach die Story so gut und deswegen komme ich jetzt auch gleich mal zu der Handlung im Allgemeinen. Also ich muss sagen, dass diese Handlung hier im ersten Teil wirklich nur so das Warm-up für diese ganze Trilogie ist. Wenn ich jetzt mir angucke, was im zweiten und dritten Teil von der Handlung her und von den Charakteren her und von den Entwicklungen her alles passiert, ist hier der Übergang da wirklich sozusagen nur die Aufwärmung, weil hier lernen wir erstmal wirklich nur die ganzen Charaktere kennen, wir lernen die Welt kennen, in denen die Charaktere leben und die Geschichte kommt so langsam ins Rollen, aber
das Eigentliche, was dann noch alles passiert, kommt dann wirklich aus dem zweiten und dritten Teil und das ist echt heftig viel. Die Story im ersten Teil hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den ersten Teil unheimlich gern. Und was ich noch sagen kann, was mir im ersten, zweiten und dritten Teil aufgefallen ist, ich glaube, Justin Cronin ist ein sehr gläubiger Mensch. Man hat hier beim Lesen manchmal so, wieso, ich kann das schwer erklären, also wie so Zwischenwelten, wo sich manchmal Charaktere befinden und aufeinandertreffen. Vielleicht auch Charaktere, die eigentlich schon gar nicht mehr da sind und die tauchen dann auf einmal wieder auf, obwohl sie ja eigentlich tot sind. Und Gott spielt in dieser Trilogie auch eine recht große Rolle und also ich glaube, Justin Cronin ist ein sehr, sehr gläubiger Mensch und möchte uns vielleicht auch ein bisschen davon überzeugen, dass es Gott und Schicksal und sowas vielleicht doch auch gibt und dass alles möglich sein kann. So hatte ich zumindest das Gefühl. Das fand ich jetzt nicht wirklich schlimm, aber es war wirklich teilweise ein bisschen so, okay, ja, nee, ist klar. Ja. Also man muss sich für diese Geschichte wirklich auf einiges einlassen und man muss das Ganze auch einfach mal so hinnehmen und man darf da nicht jetzt drüber nachdenken, wie, das gibt's ja gar nicht, das kann gar nicht möglich sein, wie, die sind jetzt irgendwo in einer Zwischenwelt oder so. Also das darf man alles nicht hinterfragen, sonst denkt man sich das Ganze zu Tode im Kopf. Also das bringt dann einen auch für die Geschichte einfach nicht weiter. Das nimmt man einfach so hin. Ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht schlimm. Man muss es halt einfach so hinnehmen und man muss es halt einfach auf sich wirken lassen. Das ist mir halt noch wirklich aufgefallen in der Geschichte. Und ja, ansonsten kann ich zum ersten Teil wirklich nur sagen, dass das wirklich nur der Auftakt für diese Trilogie ist, ein 1000-Seiten-Auftakt. Und dass die ganze Geschichte, wie das alles jetzt überhaupt richtig erst losgeht und was dann alles noch passiert mit den Charakteren, das beginnt wirklich erst im zweiten Teil. Also der erste ist ja wirklich nur so quasi die Aufwärmung für Band 2 und 3. Damit komme ich jetzt mal zum zweiten Teil und das heißt, ab jetzt wird es nicht mehr spoilerfrei. Das heißt, falls ihr die Bücher noch nicht gelesen habt und ihr wollt euch wirklich von der Story komplett überraschen lassen, dann schaltet jetzt ab und kommt irgendwann später mal zu diesem Video zurück, wenn ihr die Bücher gelesen habt. Aber ich möchte euch gerne halt, wie gesagt, kurz noch die Handlung vom zweiten und dritten Teil erzählen, weil es einfach so unglaublich gut ist, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen fange ich jetzt mal mit Die 12 an. Ich muss sagen, das Cover von Die 12 gefällt mir irgendwie gar nicht, aber es hat natürlich auch wieder eine Bedeutung, dass hier diese Sonnenfinsternis vorne auf dem Cover ist. Die verrate ich euch jetzt aber natürlich nicht. Zum Inhalt von Die 12 kann ich sagen, dass es 5 Jahre nach dem ersten Teil beginnt. Das heißt, hier ist schon eine sehr, sehr große Zeitspanne da dazwischen und man erfährt so mit quasi kleinen Rückblicken, was in diesen 5 Jahren denn alles so passiert ist, was unsere Charaktere so in der Zeit getrieben haben und wo sie denn aktuell stehen. In diesem Buch geht es darum, und jetzt muss ich etwas ausholen, weil ich das erst zum ersten Teil nicht gesagt habe. Das Experiment, was mit Amy gemacht worden ist, soll ja dazu dienen, die Menschheit unsterblich zu machen. Bevor man dieses Experiment an Amy durchgeführt hat, wieso bin ich unscharf? Jetzt. Hallo? Und bevor man dieses Experiment an Amy durchgeführt hat, hat man das an 12 Todeskandidaten durchgeführt. Diese Todeskandidaten haben dieses bestimmte Virus auch gespritzt bekommen und sind aber mutiert. Und sind zu diesen Fledermaus-Mensch-Monsterartigen Wesen quasi mutiert. Und jeder Mensch, der gebissen wurde, hat sich auch in so ein Viech verwandelt, was so ein bisschen anders dann natürlich aussieht. Und mit den 12 verhält es sich wie bei einem Bienenvolk. Die 12 sind die Herrscher ihres jeweiligen Volkes. Das heißt, jeder Mensch, der von einem von diesen 12 gebissen wurde, gehört halt quasi zu ihm. Und das ist halt am Ende vom ersten Teil alles rausgekommen und Amy hat unseren Charakteren am Ende vom ersten Teil diese ganze Geschichte, was alles passiert ist, erzählt und Amy ist natürlich etwas Besonderes, denn auch ihr wurde dieses Virus gespritzt, aber dadurch, dass sie das als Kind bekommen hat, hat das sie, sag ich mal, optisch jetzt nicht verändert, sondern sie ist immer noch ein Mensch, aber sie altert sehr, sehr langsam. Amy ist im ersten Teil, ist sie ungefähr 6 Jahre alt und im zweiten ist sie ungefähr auf Stand von einer 13-Jährigen, so vom Alter her und hat sich halt, wie gesagt, schon etwas weiterentwickelt, aber es sind halt auch 100 Jahre vergangen. Also wie gesagt, Amy altert sehr, sehr langsam. Und ja, Amy und ihre Freunde wollen jetzt quasi versuchen, die 12 zu töten, dass die Menschheit eine neue Chance hat, um halt weiter zu leben. Am Ende vom ersten Teil wird auch noch einer dieser 12 schon getötet. Und ja, die anderen versuchen sie jetzt erstmal zu killen.
Das ist so das Grobe, worum es im zweiten Teil geht. Also der zweite Teil beschäftigt sich wirklich damit, die 12 zu finden und zu töten. Und am Ende kommt alles wirklich ganz, ganz anders als gedacht. Also ich habe echt gedacht, wo ich so den Rückband dann gelesen habe, nachdem ich mit dem ersten Teil fertig war, so, okay, das wird so eine coole Verfolgungsjagdgeschichte, aber das ist alles ganz, ganz anders als gedacht. Und es ist teilweise wirklich sehr, sehr krass, was in diesem Buch alles passiert. Und es gab hier eine Stelle, die mich sehr mitgenommen hat, was einen von den Charakterinnen, Alicia, betrifft. Und fand ich wirklich sehr schlimm, was da passiert ist. Und ich muss sagen, im zweiten Teil hat es Justin Cronin auch geschafft, mich emotional mitzunehmen. Das hat er, im ersten Teil ist es nicht so ganz gelungen, da habe ich dieses Buch gelesen. Es war interessant zu lesen und es war natürlich auch, ja okay, die Menschheit ist jetzt untergegangen, es ist halt scheiße, aber es hat mich emotional, also auf so einer emotionalen Ebene hat mich das überhaupt nicht berührt. Im zweiten Teil sah das Ganze dann schon etwas anders aus, also da hat es Justin Cronin auch echt geschafft, mich emotional abzuholen. Und ich war auch echt mit meinen Emotionen, mit meiner ganzen Angst und meiner ganzen Traurigkeit und Wut auch gegenüber einzelnen Dingen komplett in der Geschichte. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also da hat Justin Cronin wirklich geschafft, mich komplett abzuholen, sag ich mal auf gut Deutsch. Und wie gesagt, den zweiten Teil mochte ich definitiv schon mehr als den ersten, was die Handlung und die Charaktere und die Entwicklungen der Charaktere auch betrifft. Und ja, wie gesagt, hat das alles nochmal auf eine ganz, ganz neue Ebene gestellt. Und ja, mehr kann ich zum zweiten Teil eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist halt, wie gesagt, so ein Übergangsteil und bereitet auf das große Finale vor. Und das ist die Spiegelstadt und dazu komme ich jetzt. Die Spiegelstadt hat dieses coole Cover hier und es ist doch wieder Amy vorne drauf. Und was die Spiegelstadt ist, das verrate ich euch auch nicht. Es wird aber sehr, sehr schnell klar, was die Spiegelstadt ist und warum es Spiegelstadt heißt. Es ist, ja, nicht verwunderlich, wieso, weshalb, warum. Und ich finde wirklich die Titel auch von den Büchern wirklich sehr, sehr gut gewählt. Also der Übergang, die 12 und die Spiegelstadt passt wirklich sehr, sehr gut zur Geschichte. In dem dritten und letzten Teil geht es jetzt darum, den letzten Überlebenden Virus Zero. Er war der erste seiner Art und er war ein genialer Professor und hat quasi dieses Experiment mit ins Leben gerufen und ist versehentlich auf eine Expedition irgendwo im Dschungel von Brasilien dann mit diesem Virus infiziert worden. Und er war, wie gesagt, der erste seiner Art und er ist noch am Leben. Und wir beginnen hier 20 Jahre nach dem zweiten Teil. Also wir machen hier einen riesigen Zeitsprung, was mich am Anfang erstmal etwas verwirrt hat, weil die Charaktere auf einmal alle so alt waren. Also man lernt diese Charaktere kennen am Anfang, da sind sie jung und so um die 20, 25 Jahre alt, dann macht man schon diesen Sprung im zweiten Teil 5 Jahre später, wo die dann alle so um die 30 sind und jetzt hier nochmal 20 Jahre später. Also das war für mich so vom Kopf her schon erstmal schwierig, das Ganze so zu verarbeiten und das Ganze dann halt auch so zu sehen, dass die jetzt halt auch alle schon in einem gewissen Alter sind. Und ja, das hat mich am Anfang so etwas irritiert, da brauchte ich so meine Zeit, ehe ich in die Geschichte wieder reingekommen bin. Und danach war es aber einfach nicht schlimm. Und ja, in diesem Buch geht es, wie gesagt, darum, dass der letzte Überlebende Zero gefunden werden muss und aufgehalten werden muss. Denn die Welt denkt, sie sind vor den Rivals befreit worden vor 20 Jahren und es gibt keine mehr. Nur Amy und ihre Freunde wissen, dass da vielleicht noch irgendwas ist und dass da vielleicht noch jemand überlebt hat. Und ja, versuchen da alles Menschenmögliche, um einen erneuten Weltuntergang zu verhindern. Und das ist so das Grobe, worum es im dritten Teil geht. Ich will auch gar nicht zu viel zur Handlung verraten. Also wie gesagt, es geht hier darum, zu versuchen, die Menschheit zu retten und Zeros Plan zu vereiteln, einen erneuten Weltuntergang herbeizurufen nach diesen 20 Jahren. Und ob es Amy und ihren Freunden gelingt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, von der Handlung her war der dritte Teil wieder absolut genial. Also, was mit den Charakteren hier alles passiert ist am Ende, es war der Hammer, es war so gut. Und auch das Ende, wie sich das am Ende alles aufgelöst hat, war so tragisch und so traurig teilweise und hat mir aber trotzdem so richtig gut gefallen. Also es war auch wieder für mich emotional wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte, die Justin Cronin hier geschrieben hat. Falls einer von euch dieses Buch schon gelesen hat, könnt ihr mir erzählen, was aus Michael Fischer geworden ist? Ich habe das am Ende irgendwie nicht gerafft. Also entweder habe ich es überlesen, was mit ihm dann passiert ist, oder es ist wirklich so, wie ich es gelesen habe und dann kam nicht nochmal was.
Aber das ist sowas, was ich mich am Ende gefragt habe. Was wurde aus Michael Fischer? Also wer es von euch gelesen hat und weiß, der kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben mit einer Spoilerwarnung. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil das habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen, was mit ihm jetzt passiert ist am Ende. Entweder habe ich es überlesen oder es wurde einfach nicht nochmal drüber gesprochen. Auf jeden Fall hat mir die Handlung wieder richtig gut gefallen. Die Charaktere fand ich toll. Ich fand die Dramatik in diesem Buch richtig gut. Es war spannend wirklich bis zum Ende und ja, ich mag es einfach total und die Spiegelstadt war für mich definitiv der beste Teil dieser Reihe. Also es war wirklich der krönende Abschluss dieser Passage-Trilogie und ich muss sagen, Justin Cronin hat hier mit allen drei Büchern echt ein episches Meisterwerk erschaffen, was meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Es ist, wie gesagt, vom Schreibstil her wirklich sehr, sehr anstrengend für mich gewesen zum Lesen, aber ich fand die Story gut, ich fand die Charaktere gut, es war einfach so episch und genial und wer Bock auf so eine Reihe hat, die wirklich mal einen auch fordert beim Lesen und nicht einfach nur so Wischiwaschi-Kram ist, sage ich mal, beim Lesen, was jetzt so New Adult oder Jugendbücher oder sowas betrifft, der sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Es wird Leute geben, die diese Reihe absolut nicht mögen werden, ne Sina? Und die sagen werden, boah, das ist so gar nicht mein Ding, dieser Schreibstil ist mir einfach zu viel. Solche Leute wird es natürlich geben und das ist auch völlig okay, weil es ist wirklich eine Reihe, die nicht jedem gefallen kann. Aber es ist eine Reihe, die auf jeden Fall für mich etwas ganz, ganz Besonderes ist und definitiv etwas so Episches werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht noch einmal lesen. Das war meine Reihenvorstellung zu der Passage-Trilogie von Justin Cronin. Wenn ihr sie gelesen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.